Liebe Leute, schaut mal her, Behelfsbrücken bauen ist nicht schwer. Mit diesem Slogan fordert die Initiative Kölvebrücke den Bau einer Behelfsbrücke, da diese günstiger und einfacher zu bauen ist als eine neue. Um das durchzusetzen, haben sich die Mitglieder der Interessengemeinschaft mit einem Modell vor dem Rathaus in Moers getroffen. Anhand dieses Modells möchten wir gerne zeigen, wie einfach es ist, eine Behelfsbrücke zu installieren. Wir möchten die Verantwortlichen darauf hinweisen, dass sie in der Pflicht sind, uns zu helfen und unser normales Leben wiederherzustellen. Das selbstgebaute Modell ist 2,70 Meter lang, 40 cm breit und 37 cm hoch. Erbaut wurde es innerhalb einer Woche von einem Mitglied der Initiative, um zu zeigen, wie einfach es wäre, eine Behelfsbrücke zu installieren. Der Bürgermeister der Stadt Moers kam nicht an der Brücke vorbei. Er ging schließlich in den Dialog. Ich glaube, der Mensch ist der Neigt dazu, wenn er etwas anfassen und konkret sehen kann, sich noch intensiver mit solchen Themen zu beschäftigen. Deshalb glaube ich, war die Mühe, die sich die Initiative gemacht hat, nicht umsonst. Nicht umsonst war auch die Ortsauswahl der Performance, denn zu dem Zeitpunkt der Präsentation des Behelfsbrückenmodells vor dem Moerser Rathaus fand eine Ratssitzung statt, die sich unter anderem mit dem Thema der Kölvebrücke befasste. Ich glaube, es ist sehr gut, wenn Bürgerinnen und Bürger sich mit ihren Begehren und ihren Bedürfnissen und in dem Falle ja auch Nöten an die Verwaltungsverantwortlichen, aber damit auch an den politisch Verantwortlichen wenden. Und wenn eine solche Performance, wie sie heute hier zum Thema Kölvebrücke abgehalten wurde, in solch gemäßigter Form und in solcher wechselseitig sich aussprechen lassenden und auch nochmal deutlich machenden Form der Bedürfnisse und Nöte stattfindet, dann ist das nur gut, weil es zeigt, dass unsere Demokratie so funktioniert. Warum die Wiederherstellung der Brücke allerdings nicht funktioniert, könnte daran liegen, dass zwei Kommunen von der Problematik betroffen sind. Die Brücke gehört der Stadt Moers, liegt aber im Duisburger Stadtgebiet. Sie ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt, der seit Juli 2017 komplett gesperrt ist. Der Bürgermeister erklärt jedoch, dass erst entschieden werden muss, ob die Umbauaktionen finanziell zu stemmen sind. Danach würde es noch 52 bis 56 Wochen dauern, bis alle notwendigen Genehmigungen eingeholt wurden. Leider sind wir Außenseiter, was eigentlich im Prinzip, was in der Stadtmitte ist, überhaupt niemand interessiert. Wir werden da am langen Abend fühlen wir uns, dass wir da wirklich verhungern müssen. Und wir wollen einfach durch Penetranz und durch Notwendigkeit aufzeigen, wirklich, es ist unsere Existenz, die da ist. Und wir sind auch der Meinung, hätten wir eine Lobby, würde irgendjemand da wohnen, der wichtiger wäre als wir, in Anführungszeichen, dann wäre da schon längst was passiert. Durch die Umwege steigt die Umweltbelastung. Die öffentlichen Verkehrsmittel müssen ihre Routen ändern und Notfälle, wie beispielsweise Krankenwagen, brauchen länger zum Einsatzort.